Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Zombies und dieses Mal natürlich zu Vanguard Zombies, wobei das natürlich eigentlich auch nicht so wirklich stimmt, denn es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass es zu Vanguard Zombies Videos gibt, denn wie wir alle wissen, ist der Zombie-Modus in Vanguard Zombies eher mehr als wirklich was Gutes. Das hat einige Gründe. Ich habe ja auch das Ganze schon mal damals im Livestream angesprochen, den ich zu Vanguard Zombies gemacht habe. Beziehungsweise haben wir uns ja damals schon mal witzig drüber gemacht, was eigentlich da contentmäßig wirklich schief gelaufen ist. Und meine Meinung war ja seitdem eigentlich immer, es hätte lieber einfach keinen Zombie-Modus in Vanguard gebraucht und Treyarch hätte sich einfach auf das nächste Treyarch-COD konzentrieren sollen. Aber leider ist es jetzt nun, wie es eben der Fall ist. Man kann daran jetzt nichts mehr ändern und wie ihr vielleicht jetzt auch gemerkt habt, war ich ja jetzt die letzten 3 Monate eigentlich gar nicht aktiv auf YouTube, Twitch oder sonstigen Plattformen, weil ich einfach ein bisschen Abstand gebraucht habe, wieder mal von YouTube, beziehungsweise gab es ja contentmäßig, was Vanguard Zombies hergab, natürlich nicht allzu viel. Und man hätte natürlich auch Custom Zombie bringen können oder auch andere Sachen, das ist natürlich klar, aber ich habe eigentlich auch ein bisschen die Zeit gebraucht, weil ich unimäßig ein bisschen Stress hatte und deswegen hat es für mich selbst eigentlich ganz gut gepasst, dass Vanguard Zombies wirklich gar keinen Content zu bieten hatte, worüber ich dann Videos machen konnte, aber allgemein für das Spiel und für den guten alten Zombie-Modus war das eigentlich ein großer Nachteil. Ja, aber warum es jetzt eigentlich dieses Video gibt, ist einerseits, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit und andererseits gibt es jetzt das Season 2 Update, was auch wieder verschoben wurde. Das hätte eigentlich schon, glaube ich, vor ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen erscheinen sollen und wurde dann aber wieder verschoben. Nun kommt es aber und wird am 14. Februar erscheinen, also genau am Valentinstag, das ist ein Montag und da wird es wirklich einigen neuen Content geben. Ihr seht ja hier auch die Roadmap von Warzone Multiplayer Zombies und noch den ganzen anderen Skins, Operatoren und so weiter, was man eigentlich nicht unbedingt braucht, aber das wurde hier alles aufgelistet nochmal und jetzt gibt es endlich im Zombie-Modus einige neue Änderungen, die, man muss es ehrlicherweise sagen, eigentlich schon von Anfang an im Spiel hätten sein müssen. Wie zum Beispiel, es kommt endlich mal eine Wunderwaffe, die Raygun kehrt endlich mal wieder zurück, es kommt ein Schild zum Beispiel, darauf gehen wir aber alles nochmal ein bisschen ein. Es kommt auch eine neue Region und warum ich nicht sage Karte, weil es wirklich leider keine eigenständige Karte ist, sondern eben für diesen objektbasierten Modus der Anfang eigentlich so eine neue zusätzliche Location ist. Aber wie gesagt, das alles, das werde ich jetzt ein bisschen aufschlüsseln und euch in diesem Video erzählen. Kommen wir jetzt erstens mal zu diesem neuen Ort, wo wir hingehen können. Der hat sogar einen Namen und zwar heißt das Terra Maledicta und das Ganze spielt in der östlichen Wüste Ägyptens. Es war eigentlich auch schon ziemlich klar, dass es irgendwann in Vanguard Zombies auch noch einen Ort in Ägypten geben wird. Das hat man unter anderem in Cold War schon erfahren durch die ganzen Intels, denn da wurde immer wieder davon gesprochen, dass man irgendwelche Artefakte oder Relikte in Ägypten gefunden hat. Und auch auf der Karte, die man in der Intro-Cutscene gesehen hat, da war eben Ägypten eingezeichnet. Deswegen war es eigentlich schon ein bisschen Foreshadowing, dass wir irgendwann nach Ägypten gelangen. Weiterhin heißt es dann im Call of Duty Blog, dass man eben dort eine Mission verfolgt und zwar hat anscheinend Professor Kraft mit seinem Team dort irgendwie einen Stützpunkt im dunklen Äther eingerichtet und muss diesen jetzt irgendwie verteidigen, denn eigentlich sind sie dort auf einer Suche nach einer verlorenen Seite aus dem Buch der Rituale. Dieses Buch der Rituale, das wird später nochmal in diesem Blog angesprochen, wegen einer Sache, die auch noch ziemlich interessant ist, aber dazu kommen wir dann nochmal. Es wurde auch in dieser Roadmap nochmal 3 Regionen extern angesprochen, also anscheinend wird es nicht nur allgemein Terra Maledicta als neue Region geben, sondern das Ganze wird irgendwie aufgesplittet in 3 kleine Regionen. Und zwar gibt es anscheinend dieses korruptierte Land, dazu hat man auch einen Screenshot gesehen und was ich wirklich sagen muss, und das kann man auch wirklich eigentlich kaum widersprechen, das Art- und Design-Team von Treyarch leistet wirklich unglaubliche Arbeit, weil wenn man allein die Götter ansieht, also Cortifex und so weiter oder jetzt auch diese Ingame-Screenshots, dann muss man wirklich sagen, was die leisten ist wirklich Wahnsinn, weil das sieht verdammt gut aus, nur das was eigentlich fehlt ist das Gameplay-Technische bzw. der Content. Dann gibt es noch die östliche Wüste, also auch noch eine weitere Region, die dort spielen wird und dann gibt es irgendwie anscheinend noch diese Halle der Wahrheit, also vielleicht der Ort, wo man eben auch dieses Buch findet und weiterhin wird es dann auch eben neue Feinde und Verbündete geben. Es wird zum einen Verkana, die Letzte geben und Zaballa, die Betrügerin. Kommen wir jetzt erstes mal zu Verkana, die Letzte, denn die ist wieder so eine dunkle Äther-Entität, die uns im Kampf gegen Cortifex helfen wird. Das heißt, wir bekommen auch wieder eine neue Feldausrüstung oder beziehungsweise ein neues Artefakt, wie es hier in Vanguard Zombies heißt.
Aber dieses Artefakt, das wir bekommen, das solltet ihr eigentlich auch schon kennen. Das ist heilende Aura, beziehungsweise die Fähigkeit des heilende Aura. Das Artefakt selbst ist so ein Stab der Wildnis, beziehungsweise heißt es so. Und der verleiht dem Spieler eben diese Fähigkeit heilende Aura. Man hat diesen Stab auch schon gesehen. Der hat irgendwie so eine Qualle vorne drin. Ziemlich interessant, vor allem wenn man bedenkt, dass man ja in Cold War diese ganzen Quallen gesät hat, in diesem dunklen Äther-Modus. Keine Ahnung, ob das da irgendwie so eine Anspielung ist. Man hat sogar eine kleine Story-Info zu Verkana bekommen, und zwar heißt es dort: Verkana die Letzte ist das jüngste Wesen des dunklen Äthers, das seine Kräfte in dem Kampf gegen Von List und Cortifex einbringt. Als Neuankömmling in unsere Welt will Verkana Rache an Cortifex nehmen, weil er ihren gesamten Clan ausgelöscht hat. Sie ist die Letzte ihrer Art und schließt die Kraftverbündeten zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Kampf gegen die Untoten an. Zudem gab es dann auch noch direkt Informationen zu den Upgrade-Stufen von Heilende Aura. Bei der ersten Stufe, also der Basisversion, ist es so, dass der Stab der Wildnis Verkanas Lebensenergie beschwört, um sich selbst und Verbündete sofort auf volle Gesundheit zu heilen. Dann bei der zweiten Version schaltet normale Feinde aus und betäubt Spezialfeinde in der Nähe jedes Spielers. Bei der dritten Stufe belebt alle niedergeschlagenen Verbündeten wieder, dann bei der vierten Stufe wiederbelebte Verbündete erhalten ihre verlorenen Perks zurück, also eigentlich die beste und auch die interessanteste Stufe, und zuletzt noch Stufe 5, die Lebensenergie verbleibt 10 Sekunden lang an ihrem Standort jedes Spielers und heilt und belebt die Spieler weiterhin. Ja, aber so viel erstmal zu unserer Verbündeten. Es gibt aber auch eine neue Gegnerin, die wir anscheinend bekämpfen müssen, und zwar Zaballa, die Betrügerin, eine gerissene und durchtriebene Schwindlerin. Und hier gab es auch wieder so einen kleinen Storytext von Treyarch, und der heißt wie folgt: Wer mutig genug ist, in der Anfang oder Terra Maledicta mehrere Runden zu überleben, wird auf Zaballa die Täuscherin treffen, eine mächtige Vollstreckerin aus dem dunklen Äther, die von Cortifex auf die Welt losgelassen wurde. Tausende von Jahren diente sie Cortifex als eine seiner Schwestern der Pein, und ihre tiefe Geschichte mit dem bestehenden Wesen des dunklen Äthers bedeutet, dass sie alle noch eine Rechnung mit ihr offen haben. Zaballas wahres Gesicht verbirgt sich hinter ihren drei Masken. Sie ist eine chaotische, böse Scharlatanin mit einem hinterhältigen Sinn für Humor. Dies gibt ihr die Kraft, von den Operatoren wegzuschweben und im Handumdrehen mit elektrischen Eruptionen unter der Oberfläche zuzuschlagen. Obwohl sie gegen viele Arten von Angriffen resistent ist, könnte das, was ihr Energie verleiht, auch ihre größte Schwäche sein. Und wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, wird es ja neue Waffen geben im Zombie-Modus. Es wird unter anderem auch wieder neue Waffen geben, die automatisch dazukommen mit der neuen Season, also die auch in Warzone oder auch in Vanguard verfügbar sein werden. Aber die interessieren uns ja eigentlich meistens nicht so wirklich. Die anderen Waffen, die ich aber meine, ist zum einen die Raygun. Die wird auf jeden Fall wieder zurückkehren. Die kann man auch standardmäßig wieder aus der Mystery Box bekommen, aber auch kann sie von Gegnern gedroppt werden, beziehungsweise anscheinend auch von Kisten gedroppt werden. Und die andere neue Wunderwaffe, und vor allem eigentlich komischerweise Wunderwaffe von Treyarch genannt, ist das Schild, das wieder zurückkehren wird, aber eigentlich eher der Schild aus Gorod Krovi, denn dort war es nämlich so, dass man eben dieses Drachenschild hatte, was so einen Feuerstoß aus sich herausschoss, und so eine ähnliche Fähigkeit hat man anscheinend auch wieder hier, denn das Dezimator-Schild, so wird das hier genannt, ist eben mit so einem Dezimatorstoß ausgestattet. Das Schild selbst sieht auch ziemlich cool aus, hat anscheinend irgendwie so ein Auge vorne dran und wie gesagt hat so eine Wunderwaffe-Aktion, wo man eben auch so einen Stoß herausschießen kann. Und nun kommen wir eigentlich zu der Sache, die wirklich am besten und am interessantesten ist. Wie gesagt, ich will hier eigentlich nichts verteidigen, ich mache hier nur meine Infovideos und sage eigentlich von Anfang an, wie gesagt, dass das alles eigentlich normalerweise von Anfang an hätte drin sein sollen und nicht erst nach 3 Monaten. Aber es wird endlich eine Story-Quest und Side-Easter-Eggs geben, denn zum einen wird es auch wieder eine neue Mission geben, also so eine kleine Objective-Mission, die wir ja hier immer machen müssen, damit wir in neue Bereiche kommen. Und zwar ist es so, dass man hier irgendwie eine Blutmagie-Zeremonie des dunklen Äthers stören muss. Das heißt, dass man irgendwelche groteske Strukturen, die als Sinfonkerne bekannt sind, die saugen Essenz aus den umliegenden Untoten, und sobald sie sich ernähren, werden die Sinfonkerne mehr Zombies hervorbringen, als sie verbraucht haben. Also da wird es anscheinend so sein, dass da extrem viele Zombies sein werden, die man dann irgendwie aufhalten muss oder beziehungsweise diese Zeremonie stoppen muss.
Und wie gerade eben auch schon erwähnt, wird es endlich wieder eine Storycast geben. Und zwar muss man irgendwie sich Zugang zu diesem mächtigen Dezimator-Schild verschaffen und eine Reihe von speziellen Aufgaben machen und wird dann auch ein bisschen durch die Story von Vanguard Zombies geleitet und erfährt dann ein bisschen wieder mehr davon. Und ich habe vorhin schon dieses Buch der Rituale angesprochen, das man eben suchen muss. Und das ist anscheinend unsere Hauptaufgabe in Terra Maledicta. Und das ist nicht das Einzige, es wurde auch angesprochen, dass es wieder Side-Easter Eggs geben wird, die irgendwie von der klassischen Karte Origins aus Black Ops 2 inspiriert worden sind. Das heißt, es wurde auch wieder eine Schaufel mit eingefügt, mit der man eben nach Beute suchen kann, beziehungsweise nach irgendwelchen Sachen. Vielleicht auch ist dort eine Raygun versteckt, wenn man da irgendwas ausgrabt. Und da kann man anscheinend auch irgendwas finden. Vielleicht gibt es auch sowas ähnliches wie in Origins. Da konnte man ja zum Beispiel alle Perks erhalten mit diesen Ausgrabungen. Also vielleicht gibt es da so ein kleines ähnliches Side-Easter Egg. Und ganz zum Schluss, es wird auch wieder einen neuen Pack geben. Diesen Pack kann man ja zufällig an diesen Opferungsaltar bekommen, indem man ja vorher Mission gemacht hat und dann diese Herzen, die man als Belohnung bekommen hat, da eintauscht. Und dieses Artefakt hört sich eigentlich ziemlich cool an, weil da bekommt man anscheinend nochmal so einen zusätzlichen Schutz. Das Ganze hat auch wieder drei verschiedene Stufen. Es gibt ja selten episch und legendär bei diesem Opferungsaltar. Bei selten heißt es, wenn du von einem Nahkampfangriff von hinten getroffen wirst, besteht die Chance, dass das Artefakt ausgelöst wird. Bei episch, wenn du von einem Nahkampfangriff auf den Rücken getroffen wird, besteht eine höhere Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird. Und bei legendär, wenn du irgendwo von einem Nahkampfangriff getroffen wirst, besteht eine höhere Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird. Und anscheinend ist das irgendwie so eine Art Verteidigungsmechanismus, dass vielleicht die Zombies nochmal weggehauen werden oder vielleicht so ähnlich wie bei Witherswine, dass man einfach nochmal einen zusätzlichen Schutz hat. Das hört sich ja eigentlich ziemlich gut an. Und ganz zuletzt, es wird endlich die Pause-Funktion geben. Oh. Nee. Kommando zurück. Es wird sie doch nicht geben. Also Treyarch hat leider bisher immer noch nichts dazu geschrieben, was mit der Pause-Funktion ist und ob die mit diesem Season 2 Update implementiert wird. Leider würde sie auch wahrscheinlich da immer noch nicht geben. Treyarch hat ja dazu letztens mal ein Statement rausgehauen und hat gesagt, dass das Ganze irgendwie doch schwieriger ist zu implementieren. Aber so viel jetzt erstmal zu diesem ganzen Season 2 Content. Es ist Content auf jeden Fall da, das muss man lassen. Der Content sieht auch sehr gut aus, das muss man auch lassen. Aber was ich immer wieder sagen muss, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, eigentlich hätte der Content von Anfang an da sein müssen, dann hätten sich auch die wenigsten beschwert. Das Einzige, was mir halt nicht so ganz an Vanguard Zombies gefällt, ist eben dieses Objektbasierte, was eben der Anfang mit sich bringt, dass man immer wieder Missionen machen muss. Es gibt zwar jetzt so eine kleine Auskopplung mit der Karte Shinonuma, dass man dort auch das Ganze aktivieren kann, dass man auf Runden spielt, aber es ist halt auch wirklich nicht so ganz dasselbe und beziehungsweise ist die Karte auch recht eingeschränkt, was das Ganze angeht. Aber so viel jetzt erstmal wieder zu diesen ganzen Informationen. Ihr könnt wie gesagt wie immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und eure Meinung gerne kritisch oder auch positiv dalassen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.